Es muss ja geschickter sein. Und das Schlimme ist, das ist wirklich so passiert. Ich sitze in meiner Küche und denke, da gehört eine neue Bohnen rein. Haben denkt, fahrst zum Baumarkt, kaufst du einen PVC-Bohnen. Ja, lass ich mich nicht lumpen. Gell. Dann habe ich den Boden gekauft, habe einen Kleber gekauft, bin ich heim, habe das ausgemessen, habe den Boden zurechtgeschnitten, dann habe ich am Kleber nachgelesen, wie das geht. Und da ist drin gestanden, man muss erst die eine Hälfte von der Küche vom alten Boden einstreichen und die andere Hälfte. Dann habe ich mir gedacht, gell, das mache ich doch auf einmal. Dann habe ich den Boden eingestrichen mit Kleber, habe am Fenster angefangen und dann stehe ich im Gang und sage, wie kriege ich bitte den Boden rein? Habe ich gedacht, muss ihn so reinschmeißen, dass er passt. Habe ich mir das so überlegt, ich schmeiße ihn so halb zusammengerollt auf 1,5 Meter rein und dann geht er in der Luft auf und dann werde ich sich schon hier ruckeln. Boden legen in 30 Sekunden. Gell? 2 Minuten später habe ich wirklich den Boden genommen, habe ihn so zusammengerollt, schmeiße ihn in die Küche rein, war voll schnell dran, hinten haut es um und dann ist der Boden so schräg drin gestanden im Zimmer. Dann habe ich gedacht, ich muss sofort wieder raus. Gell? Und ich bin rein in die Küche, da bin ich original mit meinen Füßen im Boden pappen geblieben. Jetzt habe ich aber daheim keine Hausschuhe, sondern alte Wollsocken. Da bin ich zurück, da bin ich barfuß im Gang gestanden, vorne meine Socken und hinten der Boden. Da habe ich gedacht, da mache ich nicht mehr weiter. Dann rufst du einen Profi an. Dann habe ich einen Profi angerufen, einen echten Bodenleger, habe ich gesagt, sie, bei mir war gerade ein Kollege, sowas haben sie noch nicht gesehen. Dann habe ich ihm erzählt, wie der gearbeitet hat. Dann hat er mich gefragt, ist er da? Sage ich, nein, nur seine Socken. Weil das darf ich den anschauen. Hab ich gesagt, kommen wir vorbei, Sie kriegen den Auftrag eh. Er macht der andere dann nicht mehr weiter. Sag ich, sicher nicht. Todsicher nicht. Dann haben wir gedacht, hast du wieder was gelernt fürs Leben? Man kann immer scheitern. Man braucht einen Plan B. Auch wenn er mit B-Zahlen zu tun hat. Und so habe ich meine Erfahrungen gemacht, handwerklich mit dem Boden liegen. Und natürlich auch mit den Frauen, wobei ich muss sagen, da ist eindeutig besser gelaufen. Jetzt bin ich über 50 und es ist genau die Zeit, dass ich einmal ein Liedl über meine Damen schreibe. Ich bin noch nicht verheiratet und das war noch nie der Plan. Drum ist es auch nicht ungewöhnlich, dass das mehrere waren. Waren es eins, zwei, drei, vier. Die Annette war die Erste, wir haben drauf ein Heftel geschaut. Bei der Birgit war das wurscht, die war vorher schon versaut. Und die Dritte war die Conny mit einem Piercing unterm Bauch. Bei der Doris war's das Gleiche, nur halt oben am Busen auf. Mit der Evi eine Sachertorte, original in Wien. Mit der Franzi, die aus Moosburg in einem alten Saustall drin. Mit der Gabi auf dem Schiff, wie morgen es war am Ammersee. Manche Frauen, das muss sie sagen, haben schon eine komische Idee. Doch mit dir geh ich auf Wiesen, sogar auf ein Bayern-Spui. Denn sein muss zum Ikea, auch wenn ich das nicht will. Mit dir sitz ich im Taxi, super in der Nacht um drei. Dass du nicht merkst, wer ich die mag, das kann doch gar nicht sein. Dass du nicht merkst, wer ich die mag, das kann doch gar nicht sein. Mit der Inge in der S-Bahn auf dem Weg nach Berg am Laien. Mit der Jutta im Museum und da waren wir nicht allein. Mit der Katharina unten an der Isar beim Spazieren. Am Wasser war es schnell kalt, das war echt nur Gegersfrieren. Mit der Moni ganz romantisch auf ein Wochenende in Rom. Mit der Natalie im Vollrausch, aber immer mit Kondom. Mit der Olga von der Wolga in dem Kinofilm Titanic. Mit der Petra oder Paula. Ist er wurscht in der Botanik. Doch mit dir geh ich auf Wiesen und auf ein Löwensprüh. Mit Zeit muss zu Ikea, auch wenn ich das nicht will. Mit dir sitz ich im Taxi, super in der Nacht um drei. Dass du nicht merkst, wie ich die mag, das kann doch gar nicht sein. Dass du nicht merkst, wie ich die mag, das kann doch gar nicht sein. Mit der Rosi und im Keller zwischen Ski und Marmelade. Die steht schon so lang unten, weil ich einfach keiner mag. Also die Marmelade steht so lang unten. Die Rosi nicht und die Rosi hat jeder Menge.
mit der Steffi und der Tini, so wie in der Hintenbus. Wobei ich jetzt die Autogeschichten nicht erzählen muss. Mit der Uschi hinterm Bahnhof, hinten an der großen Mauer. Mit der Froni echt nur gesuffer, leider nur das Bier von Auer. Mit die anderen keine Ahnung, war ich höchstens mal beim Essen. Wobei, da bin ich sicher, ich hab einige vergessen. Da mit dir geh ich auf Wiesn, sogar auf ein Bayernstuhl. Wenn's sein muss zum Ikea, auch wenn ich das nicht will. Mit dir sitz ich im Taxi, zupfer in der Nacht um drei. Dass du nicht merkst, wer ich nicht mag, das kann doch gar nicht sein. Dass du nicht merkst, wer ich nicht mag, das kann doch gar nicht sein.